In Verbindung mit meinem Hobby, die Imkerei, habe ich mich dazu entschlossen, die Hyposensibilisierung durchzuführen, da ja das Risiko mit dem Arbeiten der Bienen doch extrem hoch ist. Die Schritte, die ich vorher erledigen musste, war der Termin beim HNO-Arzt mit dem verbundenen Bluttest. Ein, zwei Wochen später kam dann die Auswertung dieses Tests und meine HNO-Ärztin hat mir dann doch ans Herz gelegt, eine Hyposensibilisierung durchzuführen. Heute früh wurde dann noch ein Hauttest bei mir vollzogen und der nächste Schritt ist dann die Hyposensibilisierung. Über die Kosten der Hyposensibilisierung brauchte ich mir keine Sorgen machen, da diese komplett von der Krankenkasse übernommen wird.